Willkommen zurück zur Barbie und Barbie Show. Das heutige Video heißt Get Ready With Me, die Übernachtungsfolge. Und hier ist unser Set, der Traumkleiderschrank. Traumkleiderschrank? Hey, Barbie und was? Barbie. Okay. In letzter Zeit haben wir durch Make-up, Mode und Freunde überall gute Stimmung verbreitet. Aber ihr habt uns auch gefragt, wie man seine Stimmung ändern kann. Zum Beispiel, wenn man mal schlecht drauf ist. Deshalb machen wir eine Übernachtungsparty. Und was könnte passender sein als ein Stimmungswechsel von Tag zu Nacht? Ein Tag-zu-Nacht-Wechsel mit den Cutie Reveal Dolls! Ich weiß, wir zwei sehen gerade echt süß aus. Aber was, wenn wir die Stimmung von sehr gemütlich auf sehr cool ändern wollen? Bereit? Immer. Wow. Ist das toll? Tada! Was für eine Überraschung. Bringen wir die zwei Tierchen schnell zum Laufsteg. Ja. Entschuldigung, Frau Pudel. Ich meine, kein Problem. Wechsel. Hey, Bar und Sie. Los, auf geht's. Also, das ist jetzt aber definitiv eine andere Stimmung. Warte, der Traumschrank kontrolliert den Zugang über die Rutsche und die Tür. Das bedeutet, wir sitzen hier drinnen fest. So viel zu unserer lustigen Party. Naja, Spaß hab ich schon. Also, da sind wir schon zu zweit. Ihr habt absolut recht. Wir haben leuchtende Sterne an der Decke und wir haben uns. Was brauchen wir noch? Snacks. Aber die haben wir auch. Und der Sinn unseres Videos war es, zu zeigen, wie wir unsere Stimmung immer zum Positiven verändern können. Und das tun wir auch. Das heißt, die Übernachtungsparty kann losgehen. Oh ja, und wie sie losgehen kann. Super. Es war einmal vor langer Zeit, da hatten vier Puppen eine unerwartete Übernachtungsparty. Ja, denn eigentlich sollte die Party an einem anderen Abend stattfinden. Aber die Stimmung war immer noch wunderbar. Bisher hat sie mir großen Spaß gemacht, aber ich hoffe, wir können morgen aus dem Traumkleiderschrank wieder raus. Ja, ich auch. Oder was denkt ihr? Was bloß für Knallgeräusche? Gute Frage. Nächste Frage. Wir sind also wirklich im Traumkleiderschrank eingeschlafen? In dem wir vier alle gerade eingesperrt sind. Ja. Okay. Und dann meine letzte Frage. Wie kommen wir hier wieder raus? Ich weiß nicht, aber wir haben Frühstück gemacht. Wow. Danke, Cutie Reveals. Dafür sind Freunde doch da. Wir wollen helfen. Und wir zwei. Geräusche kamen von euch, den Pop-Reveal-Puppen. Ich freue mich ja so, euch zu sehen. Skipper hat uns vorhin erzählt, dass ihr eine Wir-Stylen-und-Selbst-Übernachtungsparty macht. Und dann waren wir beim nächsten Pop schon hier. Aber wie seid ihr in den Traumkleiderschrank reingekommen? Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist unser Lieblingshobby, süße Getränke zu machen. Aber unser zweitliebstes Hobby ist das Programmieren. Und als wir nicht reingekommen sind, haben wir einen Pop auf das System geworfen. Aha. Wir haben einen technischen Fehler gefunden, alles neu umprogrammiert und... Lass mich raten, die Tür ist aufgepoppt. Oder nicht? Hört zu, ich meinte doch nur... Nein, nein, okay. Ich wollte eigentlich sagen, sie ist aufgegangen, aber ja, das geht auch. Ihr könnt also das System des Schranks reparieren? Und ob wir das können? Es klappt! Endlich! Alles wieder in Ordnung. Wie geht's dir, Traumkleiderschrank? Ah, ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank. Ja, so. Jetzt, wo du wieder startklar bist, wie wäre es mit etwas Musik? Damit wir allen unsere Überraschung zeigen können. Dann lasst es krachen und poppen. Hier kommt etwas Partymusik. Dafür sind Freunde
macht euch fertig mit mir. Los geht's. Mein Make-up und Kleid, bin bereit. Meine Freunde kamen, halfen hier. Traumschrank gefällt mir. Feiere und tanz. Zeit für eine Party. Zu Freude und Spaß. Unsere Freundinnen, indem sie Frühstück machen oder den Traumkleiderschrank umprogrammieren. Unsere Freundinnen überraschen uns immer wieder. Ja, das sollten wir feiern. Euer Video ist hiermit fertig. Ja!